die immerwährende Diskussion um die deutsche Befindlichkeit. Wo die Onkels nicht wegkommen von ihrer Vergangenheit, spielen andere mit teutonischen Gesten. Spiele mit Tabus oder zu unbefangener Umgang mit Idealen dunkler Jahre. Was mir Angst macht, ist, wenn dieses Land behauptet, dass es 1949 angefangen hat zu existieren. Dieses Land hat kulturelle Wurzeln, die gehen viel weiter zurück. Das Ausblenden dessen, was dieses Land als Verbrechensanteil hat, auch im kulturellen Sinne, ist das, was eigene Popkultur verhindern wird. Let me see you stripped. Let me see you stripped. Da läuft eine Band durch die Gegend, die hantiert mit dieser furchtbaren Ästhetik rum und stellt sich auch noch blöd dabei. Also das geht mir ziemlich auf die Eier. Also, die spielen mit der Stilisierung radikal germanisch. Dass man mit Leni Riefenstahl-Ästhetik etwas anfangen kann und auch kokettieren kann, das muss man ihnen nicht vorwerfen. Die kommt auf der ganzen Welt gut an, die alte Dame. Wer zu Lebzeit gut auf Erden, wird nach dem Tod ein Engel werden. Den Blick gen Himmel fragst du dann, warum man sie nicht sehen kann. Es kann die Wolken schlafen gehen, kann man uns am Himmel sehen. Wir haben Angst und sind allein. In Gott weiß, ich will kein Engel sein. Es ist eigentlich nur eine Zelebrierung von negativen Gefühlen, sodass ich als Harmoniemensch eigentlich erstmal denke, ich fühle mich hier nicht so richtig wohl, aber du bist gefangen und du kommst dann wieder raus und weißt erstmal nicht, was mit dir passiert ist, aber irgendwas ist mit dir passiert und darum geht's. Irgendwas ist in dir angeknipst worden. Da begreift eigentlich kaum jemand, dass das eine typische Band mit östlichen Wurzeln ist. Also ihr Umgang mit dem deutschen Wort, so clever das vermarktet ist, was ganz anderes ist als das, was wir dann hier mit Faschistoid und Ähnlichem vom Westen her unterstellen. Das sind ganz typische Synonym für die immer noch nicht aufgearbeitete Vergangenheit, ist falsch gesagt, die Unkenntnis dessen, was da drüben gedacht wurde, wie da Rockmusik gemacht wurde und wie sich dann sowas Eigenständiges in der Nachwendezeit entwickelt hat. Germanische Poesie, monumentale Romantik oder Ironie des Ganzen oder beides? Die kalte See. Kritisch Rammstein gegenüberzustehen, das ist es nicht unbedingt. Aber was man tun muss, und da wird Kritik wieder spannend, ist zu erkennen, das ist neu. Das ist die Berliner Republik. Alles Show oder böse Buben auf dem Kreuzzug zu Blut- und Bodenromantik. Für viele bleibt ein seltsamer Beigeschmack. Rammstein. Rammstein ist für mich, das sind so richtige Comicfiguren, so Comichelden irgendwie für mich. Die Amis mögen Unterhaltung und die mögen auch David Copperfield und Siegfried und Roy. Und insofern, wenn da so ein Siegfried und Roy-mäßiger Fuzzi kommt und ein bisschen Feuer macht, ist das was Tolles. Von Berlin nach San Francisco, von San Francisco nach L.A., von L.A. nach Denver, von Denver nach Chicago, von Chicago nach New York. Und da sind wir jetzt. Und das spielen wir auch jetzt. Amerika-Tournee, Grammy-Nominierung, alles mit urdeutschen Texten. Rammstein spielen mit dem Bild des hässlichen Deutschen. Eine Tour de force der Symbole. Am Ende des Jahrtausends die Rache der jungen deutschen Popkultur an den Überbringern des Rock'n'Roll. Du hast mich gefragt. Du nicht in der Stadt. Rammstein ist nicht das amerikanische Teenager Coca-Cola verkauft bekommen, sondern amerikanische Teenager bekommen das erste Mal in ihrem Leben Weizenbier verkauft. Es ist eben halt eher dann die Analogie zum deutschen Teenager und Elvis Presley. Ist der Amerikaner zum
deutsch, richtig deutschen Phänomen Rammstein, der im Konzert steht mit 10.000 und du riechst so gut mitsingt und nicht weißt, was er da singt. Das klingt sehr lustig.